Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, willkommen wieder. Heute dreht sich alles um das Maschinenhaus. Der Enercon E141 EP4. Wie wir ja alle wissen, ist das Maschinenhaus recht groß und muss auch deswegen groß gebaut werden. Das ist gar nicht so einfach, aber ich werde es auf mich nehmen. Ich werde es durchziehen. Wartet mal, ich muss mal gerade Wasser trinken. Ein bisschen. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen trocken im Hals. Ach so. Und von daher, heute widmen wir uns der Gondel. Ja, ne? Fangen wir doch gleich mal mit dem Spiel an. Zuerst müsst ihr hier in den Turm eine Falltür machen. Und wenn ihr eine bestimmte Narbenhöhe erreichen wollt, rate ich euch, ein kleines Abbild von dem Maschinenhaus zu machen. Das heißt, hier, das ist wie so ein Haltegestell. Das Weiße ist das Maschinenhaus und das andere ist nur das Haltegestell. So. Jetzt rate ich euch, so ein Abbild zu machen. Dann seht ihr, wie ungefähr das gebaut ist vom Durchmesser. Wir können ja mal zu unserem Windrad-Umladeplatz fliegen. Da ist schon die EP3, die wir kürzlich mal gebaut haben. Aber der widmen wir uns heute nicht mehr. Denn die haben wir ja schließlich fertig. Ihr seht, hier ist die E82. Wir haben hier drei, dann haben wir hier zwei übereinander, dann hier zwei nebeneinander, drei nebeneinander, zwei übereinander, drei übereinander und so weiter. Ne? Das ist die E82. So in etwa. Von der Größe her. Und heute widmen wir uns aber einer ganz anderen Anlage, der E141 EP4. Na, wer hat Lust? Jo, es geht los. Deswegen habe ich hier so ein kleines Modell gebaut. Dieses Modell reiße ich nachher wieder ab. Ja, ihr seht, das hier soll die Narbenhöhe sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben, nämlich keine 7. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr seht, 7 nach unten, 7 nach oben. Das ist ein perfekter Kreis. Dann hat man die Mitte, nämlich genau mittig. So. Ja, und hier seht ihr schon, das ist anders als bei der E82. Die E82 hat 3 so, 2 so, und dann erinnert ihr euch, 2 so. Diese zwei Zwischenräume sind da gar nicht mehr dazwischen. Deswegen, weil dieses Maschinenhaus soll ja ein bisschen größer werden. Wir könnten auch 3 Blöcke nehmen, 3 Blöcke statt nur 2, könnten wir auch 3 nehmen, aber dann, weil wir hier nur 3 haben, wäre das Ganze nicht mehr so rund. Dann müssten wir da schon, statt hier 3, müssten wir schon 4 nehmen oder gar 5 nehmen müssten wir schon. Ne? Und damit das nicht der Fall ist, belassen wir es einfach bei 3. Und ihr seht, der Kreis ist deutlich größer.
als der der E82 durch diese zwei Diagonalen. Und deswegen, ja, machen wir das jetzt mal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das die echte Größe der E-141 ist. Vielleicht ist das Maschine auch sogar noch ein bisschen größer. Aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich meine, die Größe ist richtig. Wir schauen nochmal auf unser Bild. Dann sehen wir es ja auch nochmal. Hier seht ihr es. So groß ist die E-141. In dem Moment, wo das Bild gemacht wurde, hat die anscheinend geleuchtet. Ihr seht, die Warnbefeuerung ist an in dem Bild. Auf jeden Fall, ja. Jetzt wollen wir, ja, und dieser Kühler und was alle da oben ist, das muss natürlich nachher auch noch da drauf. Das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt ist erstmal das Maschinenhaus an der Reihe, bevor überhaupt was anderes passiert. Also wieder zurück zu Minecraft und jetzt starten wir. Zuerst, ihr wisst, hier ist der Turm, hier sind die Flügel, dann ist hier hinten natürlich was? Das Maschinenhaus, bravo! Ja, dann fangen wir mal an. Einen Block setzen, das ist ein Hilfsblock, der dient euch hier zur Hilfe. Dann könnt ihr den setzen. Zwei nebeneinander. Wieder einen Block zu Hilfe nehmen, einen obendrauf. Nochmal einen zu Hilfe nehmen, einen obendrauf. Nochmal einen zu Hilfe nehmen, zwei obendrauf. Ja, ihr könnt natürlich die Hilfsblöcke, sobald ihr einen der Blöcke gesetzt habt, könnt ihr die Hilfsblöcke natürlich wieder abreißen. Noch einen Block zu Hilfe und dann, den habe ich wieder, ne, ihr habt gesehen, der hier. Ne, den habe ich dann wieder abgerissen, sofort, als ich den weißen da drüber hatte. So. Ja, und dasselbe machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Soll ja schließlich ein kreisförmiges Maschinenhaus werden. Also der Ring, den wir gerade bauen, von dem wir das ganze Maschinenhaus dann nachbauen können. Und, ja. Ne? Wieder zwei senkrecht, das auch auf dieser Seite. Dann hier wieder einer, noch einer und wieder zwei. Dann hier einer, noch einer und wieder zwei. Und ganz zum Schluss und nicht vergessen, die drei. So. Da haben wir es. Ich lasse... Oh, so. Sorry, da bin ich an die Maus gekommen. Ja. Ich lasse euch das erstmal so nachbauen. Erst drei Blöcke, daran je zwei seitlich weggehend, dann zwei schräg hoch, dann zwei übereinander, dann wieder drei übereinander, zwei übereinander, zwei schräg hoch, zwei nebeneinander, drei nebeneinander, zwei nebeneinander, zwei schräg runter, zwei übereinander, drei übereinander, zwei übereinander, zwei schräg runter, zwei nebeneinander und dann wieder drei nebeneinander. Ja, so sieht's aus. Und jetzt bauen wir hier, also in Byte sind das ja hier die roten am Ende. Denn auch im Foto, wie wir gesehen haben, im Bild, was wir gesehen haben, das Maschinenhaus ist rot. Also müssen es wir ja auch tun. Hier wäre das Rote. Vorher kommt aber Weiß an die Reihe. Ja, da für den Turm eine Falltür, habe ich ja schon, meine ich, am Anfang des Videos gesagt, damit ihr nicht in den Turm reinfallt, während ihr die Gondel baut. Die Gondel ist schließlich eines der Herzstücke überhaupt, das
allerwichtigste Herzstück kommt aber nachher noch, der Generator. Doch zuvor müssen wir hier alles wieder zumachen und in die Länge ziehen. Wetter umstellen. So. Der Regen ist manchmal verdammt nervig. Wieso musste Minecraft eigentlich das Regenwetter übernehmen, ey? Huch. Sorry. Ich glaube, da kommt wer. Jo, hallo, ich bin wieder da. Dieses Maschinenhaus wollen wir bauen. Dann wird's jetzt auch Zeit. Nun springen wir wieder zu Minecraft. Und ich mach mal Vollbild bei mir. So. Ihr habt ja Vollbild, aber ich hatte das gerade nicht. Muss das mal eben machen. Ja, da hat's nur bei mir gerade geschellt. Am Ende des letzten Schnittes, da hab ich, wo man nur Tja hört, da hab ich gesagt, ciao. Und dann habe ich halt ausgemacht. Ich habe wohl ein bisschen zu früh halt auf bei OBS auf die entsprechende Taste gedrückt, mit der ich eingestellt habe, mit dem Hotkey eingestellt habe, womit ich starte und stoppe. Und mit dem Stopper habe ich wohl zu schnell drauf gedrückt. Und somit hat man nur Tja so gehört, anstatt komplett Ciao. Ja. Aber ich wollte mich halt nur verabschieden. Aber ich bin ja wieder da. Während ich hier angefangen habe zu reden, habe ich auch schon wieder das Maschinenhaus im Visier. Ja. Es wird weitergebaut. Das mache ich noch. Danach esse ich erstmal Abendessen, glaube ich. Es sei denn, ja. Mal sehen, wie schnell das geht jetzt hier. Ansonsten kommt gleich nochmal ein Schnitt rein. Ich baue jetzt erstmal in etwa das Rote, wie es sein soll. Ihr seht, hier auch wieder einen Hilfsblock zur Hilfe setzen und dann setzt ihr da einfach zwei Blöcke dran. Den reißt ihr dann wieder ab, den braucht ihr ja nicht mehr. So, seht ihr? Und dasselbe auch wieder hier. So, das habe ich jetzt nur mit Rot gemacht, weil naja, ihr habt es ja gerade gesehen. Und wenn ich sage dasselbe, dann meine ich das auch. Ja. Denn wir brauchen ja schließlich die Form des Maschinenhauses. Und das beginnt halt damit, dass wir das Ganze hier zumauern. Und immer einen enger werden dabei. Denn das Maschinenhaus bleibt ja nun nicht so breit. Das soll ja eine Eiform werden, wie ein Hühnerei. Damit kann man das vergleichen. Die spitze Seite ist das Maschinenhaus, die stumpfe Seite ist die Rotornarbe. Schon fertig erklärt, ey. So schnell geht das. Früher nannte man das auch noch Wassertropfen, hat mal jemand zu mir gesagt, soll das sein. Das ist es aber nicht. Es ist eindeutig eine Eiform. Und von daher, wer Wassertropfen sagt, hat sich voll vertan, aber richtig vertan, ey. Und deswegen, ja, deswegen, das ist eine Eiform, das stimmt schon so. Und ja, ne? Und ich baue die gerade, damit wir sie später bewundern. Ah, ich sehe, hier kann man das Maschinenhaus auch schon verschließen. So. Dann seht ihr in etwa, das ist die Form des Maschinenhauses. Und wir müssen jetzt oben drüber, über diese Lücken, das heißt, ihr setzt wieder hier einen Block zur Hilfe und setzt daran zwei. Ihr müsst das ganze Maschinenhaus jetzt nämlich zumauern. Und ja, hier wieder Block zur Hilfe und wieder zwei dran. So, immer so weiter, bis ihr am Ende, am Schluss hier angekommen seid, weil, ja, damit euer Maschinenhaus, der EP4, auch richtig zu ist und, ja, ne, hoch, so, ja, nicht, so, ja, ne,
Das seht ihr hier. Ja, manchmal verbaue ich mich auch, entschuldigt, aber naja, das Verbauen, das passiert halt. Egal, das kann auch mal bei Profis passieren, die sowas schon länger machen, etc. Das ist ganz normal. Ja, die obere Hälfte hätten wir. Jetzt machen wir, nee, warte, wir haben die noch nicht. Ich mache hier, glaube ich, jetzt mal erst das Maschinenhaus auf der oberen Seite zu und dann widmen wir uns der Unterseite. Also, na, so, hier wieder zwei dran. Immer zwei müssen es sein, damit das Ganze passt. Ne? Wir haben ja hier auch immer zwei genommen, bevor wir einen enger werden. Hier, ne, bevor wir hier einen enger werden und dann wieder zwei nehmen. Und ja, ne, so müsst ihr das halt auch tun. Ne, es wird euch halt weiterhelfen, das Windrad möglichst realistisch zusammenzubauen. Ihr seht ja, was für eine Heidenarbeit das ist. Könnte man theoretisch einen Server mit aufmachen für Leute, die das gar nicht so gut können und dann Geld oder irgendwas zum Tausch von denen verlangen. Könnte man so ein kleines Tauschgeschäft machen. Okay, wenn ich so und so lange an deiner Anlage rumbaue, kriege ich aber dafür das und das. Oder, ne, irgendwie so. Ja. Deswegen, ne. Und von daher, na, ich kenne da jemanden, der das schon mal versucht hat, auf einem anderen Server. Und ja, ne, von daher, na. Hä, irgendwas stimmt hier doch gerade nicht, oder? Ah, die waren zu viel. Jetzt sehe ich's. Jetzt passt es wieder. Ihr seht, wie langsam sich auch immer mehr und mehr die Lücke schließt. Und ja, ne. Und schon ist die erste Hälfte geschlossen. Aber das Maschinenhaus ist noch offen. Wir müssen es noch weiter zumachen. Wir mauern das jetzt auf der Unterseite, wie schon gesagt. Da geht es weiter. Und zwar genau. Spiegelverkehrt. Wieder oben, genau, spiegelverkehrt. Müssen wir das Ganze jetzt zumauern. Ja, genau, spiegelverkehrt. Damit nachher euer Maschinenhaus dicht ist. Ja. Ach ja, ich freue mich schon wieder auf die wunderschönen Fahrradtouren, die ich nächstes Jahr erleben werde. Weil ehrlich gesagt, so hier in der Bude hocken, finde ich jetzt gar nicht so schön. Ich fände es eher schön, der Umwelt was zuliebe tun und dabei Radfahren und ja, und dann halt Windräder zu zeigen und meine Meinung mal zu sagen, dass, ja, dass es dringend mehr werden müssen. Und ja, ne, von daher, alle Befürworter. Ich wette, ihr würdet sagen, yo, ich schließe mich dir an, Kumpel. Es müssen dringend mehr Windräder werden. Und von daher, schmeißt diese Gegner raus. Echt. Die Gegner, die haben nur Unsinn im Sinn. Also, schmeißt die raus. Das sind Windkrafthasser, die tun nichts Gutes, die tun eher Schlechtes für die Windkraft. Die Windkraft fühlt sich schlecht dadurch und deswegen, wir müssen diese Provokationsleute etc., wie ich sie jetzt mal nenne, müssen wir aus der Welt werfen irgendwie. Es wäre doch echt geil, wenn das klappen würde. Dann hätten wir Befürworter endlich unsere Welt zurück, wie wir sie haben wollen. Und ich frage mich schon manchmal echt, ob, wenn ich das so auf YouTube sehe oder auch im Fernsehen sehe, etc., ob ich nicht einfach mal jemandem anbieten soll, mit mir mal für ein, zwei Wochen so eine Art Experiment zu machen. Wenn es aber auch richtig windig ist oder mittelmäßig windig ist, dann wenn die Windräder am lautesten sind, zu hören sind, ne?
ob ich nicht mal ein Experiment starte mit irgendwelchen Leuten, dass halt, ja, dass die in meiner Wohnung leben und ich in ihrer quasi lebe für ein, zwei Wochen, ne? Und ja, dann sehen die mal, wie das Leben in der Stadt ist. Und ich sehe es mal, wie das Leben in der Windkraftwelt ist. Das heißt, bei einem größeren Windpark alleine schon müsste es sich dann stattfinden. Und ja, ne. Ich wette, ich würde sagen, mir macht das Geräusch nichts aus. Ich halte es aus, daran gewöhne ich mich. Und dann, wenn ich mich erstmal daran gewöhnt habe, ist es alles vorbei. Weil was soll ich sagen? Hier fährt immer mal die Deutsche Bahn her und hast du nicht gesehen. Also, was die Leute da laut nennen, da übertreiben sie ja wohl völlig, ne? Ja, mal ganz im Ernst. Ja, während ich mich mit euch ein bisschen unterhielt, haben wir die E-141 fertiggestellt. Also, das Maschinenhaus. So. Kommen wir nun zum Generator. Der Generator, der bekommt auch ebenfalls rot gefärbten Ton davor, so. Und natürlich bekommt der Generator seine eigene Farbe. Man muss ihn ja von dem Maschinenhaus unterscheiden können. Ich nehme dafür jetzt türkis gefärbten Ton einfach mal. Ihr könnt natürlich überlegen, wie ihr das wollt, weil es ja praktisch eure Sache ist. Ich will aber, dass man ihn unterscheiden kann. Und der Generator, der ist ja bei der E-141 ist der ja nicht größer als das Maschinenhaus, wie beispielsweise bei der E-40 oder der neumodischen, hässlichen, finde ich, EP3. Ja, da ist der Generator ja eindeutig zu unterscheiden. Das ist auch der Grund, warum ich bei dem da drüben weiß genommen habe. Also Quarz genommen habe. Aber hier, der Generator ist ja genauso kreisförmig wie da vorne das Maschinenhaus. Und deshalb könnte man den gar nicht so einfach unterscheiden. Deswegen mache ich jetzt hier türkis gefärbten Ton hin einfach. Ihr könnt das natürlich anders machen, wie ihr das wollt. Oder ihr macht ihn einfach weiß. Mache ich jetzt mal ein paar weiße Blöcke. Seht ihr? Ihr könnt gar nicht sehen, wo hier der Generator sein soll. Das ist er. Dieser eine Block hier, ne? Und deswegen mache ich das halt, ne? Weil das dann so eintönig aussieht, als wäre das das Maschinenhaus. Deswegen mache ich hier jetzt so türkis gefärbten Ton hin. Jetzt sieht man deutlich, dass hier vorne der Generator ist und das hier hinten ist das Maschinenhaus. Alles klar? Jo, der Generator wäre also auch schon mal fertig. Jetzt widmen wir uns der Rotornarbe, die ja wie bekannt sein müsste, drei offene Stellen hat. Also drei Blöcke nach vorn geht. Ja, mindestens. Und danach geht sie eiförmig zu. Das heißt, danach wird dieses iPhone, also ihr müsst ja auch bedenken, wenn das ein Hühnerei ist, dann ist das die spitze Seite und das die stumpfe. Das bedeutet, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr die Rotornarbe nicht zu spitz macht am Ende, sondern ein bisschen stumpfer, ein bisschen flacher als das Maschinenhaus selbst, damit man dann auch halt, ja, erkennt, dass das die Rotornarbe ist und nichts anderes es sein soll, ne? Ja. Morgen habe ich sogar mal einen kleinen freien Tag. Da kommt mich niemand besuchen, weil keiner Zeit hat, zu mir zu kommen. Ja. Ich werde halt betreut vom Wittekindshof und das müsst ihr verstehen, ne? Und deswegen. Ja, und von daher, deswegen, ne? Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wo denn die Flügel hinkommen. Sollen sie hier hin? Ich mache das Ganze mal gerade farblich, damit wir es besser sehen. Ich mache das in meiner Lieblingsfarbe. Hi. Sollen sie hier hin?
die Flügel oder sollen sie vielleicht einen höher? Wie fändet ihr das? Ihr müsstet euch jetzt entscheiden, wo die Flügel hinkommen. Sollen sie hier hin? Oder sollen sie dahin? Ein höher oder ein tiefer? Das müsstet ihr entscheiden und von daher, die Entscheidung nehme ich euch nicht ab. Ich würde mal fast sagen, damit es möglichst realistisch ist, hier hin. So, ein tiefer, ne? Würde ich fast mal sagen. Dasselbe auch hier. Und hier unten, wie immer, mittig. Mittig an der Rotornarbe setzen wir das später das Rotorblatt an. Ich habe mal nachgelesen, das ist etwa 67 oder nee, 66,7 Meter lang. Von daher, ja, ne. Jetzt bauen wir erstmal die Rotornarbe zu hier, bevor noch was passiert. Ja. / toggle down voll. So. Ja. Ich würde euch raten, wenn ihr bei der Rotornarbe nur einen lasst. Beim Maschinenhaus habt ihr ja zwei lang gemacht, ne? Ich würde euch raten, bei der Rotornarbe einfach nur einen lang zu lassen. Dann wird die Rotornarbe schon etwas flacher als das Maschinenhaus selbst. Und dann kann man sie als Rotornarbe, meine ich, auch erkennen, oder? Ja, ich baue die jetzt einfach mal und dann wäre gleich die Gondel auch fertig. Und dann starte ich, da ich gerade nicht auswendig weiß, wie lange das Video schon wieder geht, starte ich dann, ich gucke einfach mal und bei Bedarf starte ich ein neues Video mit den Rotorblättern der E141. Jetzt hätte ich fast E40 gesagt. Die haben wir aber schon längst hinter uns, da hinten irgendwo. Ja, erstmal muss die 141 hier jetzt fertiggestellt werden. Zumindest die Rotornarbe. Das ist das Ding, was sich vorne dreht, wo die Rotorblätter drin stecken. Diese Rotornarbe soll jetzt gebaut werden. Eine ganz knifflige Angelegenheit. Denn dabei ist es wichtig, dass man genau weiß, wie man es bauen soll. Ja. Und von daher, so wie ich das gerade gesagt habe, ob ich das aus einem Video entnommen, aus einem anderen. Na, wo meine ich der, na, ne. Oder eine, das da auch sagt, bei der E126 im belgischen Estin. Ja, von ZDF, da gab es ja mal vor einigen Jahren, das war 2011 oder 2010, irgendwie so gab es ja Abenteuer Wissen, Windkraft und das befindet sich halt noch auf YouTube und ja, Carsten Schwanke, genau, jetzt habe ich's wieder. Der Meteorologe Carsten Schwanke wurde da tatsächlich in diese E126 gelassen. Ey, kaum zu fassen, oder? Und ich war noch nie auf so einem Teil drauf. Der sollte sich schämen, ey. Ich bin total, als ich das gesehen habe, das erste Mal, bin ich total neidisch geworden. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die lassen den da hoch, aber nicht mich? Na, warte. Ja, so habe ich halt gedacht. Na, so gingen halt die Gedanken durch mich durch. Und, ja, ne. Ich bin total immer noch neidisch, wenn ich sowas sehe, wie Leute doch auf Windräder hochgelassen werden.
Ausgeschlossen, davon meine ich jetzt den Service oder was? Das ist normal, die müssen da ja raus. Aber ich meine jetzt halt stinknormale Touristen halt, ne? Ja, ich finde das ehrlich gesagt, ich bin sowas von neidisch darauf, ne? Also, das ist gar nicht anders zu beschreiben. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ihr seht. Ihr wünscht euch auch mal so gerne auf ein Windrad drauf zu kommen, aber ihr schafft es irgendwie nie. Aber wenn ihr andere seht, werdet ihr voll neidisch. Habe ich recht? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich mal interessieren, wer ebenfalls wie ich neidisch wird davon. Und ja, das ist schon der Hammer, ne? Ja. Ja, während wir uns hier schon wieder unterhalten und ein bisschen Späße machen, habe ich die Rotornarbe fast zugemauert. Und ja. No. Ja, ich bin halt immer sehr neidisch in der Hinsicht. Und ja. So. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und so selbstverständlich von oben. Und so wieder von der Seite, nur von der anderen Seite. Und so. Von unten. Ist mir eigentlich geglückt, oder? Ja, was sagt ihr? Sieht doch toll aus. Jetzt gucke ich noch mal. Habe ich auch die richtige Narbenhöhe erreicht? Ja, 159 Meter Narbenhöhe. Und der Turm hat gerade mal 152 Meter. Jetzt im Spiel. Ja. Aber ihr seht schon, der Turm, der sieht gar nicht mal so toll aus. Ihr seht es. Das vielleicht gerade so, aber wenn er dann höher geht, dann sieht man schon. Also, da hätte ich noch mehr Arbeit reinstecken können. Der Turm hingegen von der EP3. Wadsch. Der sieht deutlich besser aus, finde ich. Hier sieht man's. Ne? Das ist von der EP3. Die ja hier am Dorf steht. Die andere, die E-141, steht schon fast am nächsten Dorf, ey. Ja. Das ist die EP3. Ne? Ich finde, der Turm sieht noch ein bisschen eleganter aus als der E-141. Vielleicht täusche ich mich auch. Könnt ihr ja auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie habe ich den Turm designt und so weiter. Und ja. Ne? Schade finde ich allerdings, dass ich den Turm der 141er nicht so gut bauen kann, wie er echt ist. Denn ihr wisst ja, dass der echte Turm anders aussieht. Auf 159 Meter Narbenhöhe. Da sieht er eindeutig anders aus, aber ihr seht ja, ne? Das kriege ich nicht hin. Ach ja, und noch was. Die letzten Feinheiten der Gondel. Richtig, bevor ich das vergesse, Leute, Freunde. So, die letzten Feinheiten. Wie zum Beispiel der Kühler. Aber die Fenster, diese Art Fensterteile da, das gehört wohl auch zum Kühler dazu. Die sind wohl einfach. Wir brauchen das hier und wir müssen hier mittendrin
Da ist der Generator. Da wohl nicht. Hier allerdings im Maschinenhaus. Einmal da und einmal da. Ja, zur Verschönerung, dass hier nicht so eine Lücke entsteht, könnt ihr hier einfach scherzeshalber noch eine Reihe dran setzen. Dann sieht das Ganze, finde ich, besser aus. Dasselbe auch hier auf dieser Seite. So. Hier noch eine Reihe dran setzen. Und hier. Dann hätten wir das. Ne? Und jetzt wird's schwierig. Der Kühler oben auf dem Dach der Anlage. Ja. Vielleicht sollte ich damit auch im nächsten Video weitermachen. Ich muss jetzt erstmal. Ich habe ein bisschen Hunger. Es ist 10 nach 6 abends, 18.10 Uhr. Und ich werde jetzt erstmal was essen, glaube ich. Und ich kann ja auch die letzten Feinheiten dann wieder ganz zum Schluss machen, wenn ich dann die Flügel fertig habe, ja? Ja, so viel dazu. So sieht sie jetzt aus. Und ja. Ciao Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, Abo-Glocke nicht vergessen. Vor allem im Dezember, da wartet noch was auf euch. Was, das seht ihr ja dann selber. Ja, von daher, wobei, warte mal, kann man den hier wegnehmen? Ah, nee, kann man nicht. Ne? Was da auf euch wartet, seht ihr ja dann selber. Und ja, deswegen, Abo-Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr es. Dezember ist in etwa 2 Wochen. Ja, 2 bis 2,5 Wochen haben wir Dezember. Ja? Und dann ist auch der erste Advent. Jawohl. Jo, Leute. Na dann. Tschüssikowski. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder mit den Rotorblättern. Ciao.